Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, und so wie ich gestartet habe, kam mir ein riesiger Brief, also Post. Und da steht drauf, Rad in Gefahr. Also nicht die Ratte in Gefahr, sondern das Rad ist in Gefahr. Okay. Hallo Soltir. Naja, oder Soltir, ihr kennt mich womöglich nicht, aber ich kenne euch. Ich wende mich an euch, denn ich weiß, dass man sich auf euch verlassen kann. Ohohohoho. Wenn es hart auf hart kommt. Wenn ihr an die Kräfte des Guten in der Welt glaubt, dann bitte ich euch inständig, begebt euch zur Bildniszeremonie des Drachengepolters in Löwenstein. Das sind wir eigentlich so jetzt, oder? Ich glaube ja. Ja, mir ist durch bestimmte Quelle zu Ohren gekommen, dass der Schiffsrat in Gefahr ist. Wenn wir uns dessen nicht annehmen, dann vielleicht sogar die ganze Stadt. Ich würde mich persönlich darum kümmern, aber die Umstände gestatten das momentan nicht. Ich würde euch nun Glück wünschen. Hört sich brutal schlecht an. Aber nur Narren verlassen sich auf das Glück, wenn es ums Überleben geht. Und ich halte euch nicht für einen Narren. Ich werde mich schon bald wieder bei euch melden. Begebt euch zur prachtvollen Piazza in Löwenstein und sprecht mit einem der Löwengardisten an der Bühne, um an der Zeremonie des Drachengepolters teilzunehmen. Wir zeigen uns nochmal an und wir sind eigentlich... Rückkopplungsschleife gestartet. Ja, wir sind eigentlich schon da. Ist doch okay. So. So. Und das heißt, wir müssen mit irgendeiner... Das letzte Mal hatten wir hier so mit Piñatas zu tun gehabt. Oder ich habe ein paar Piñatas zerstört. Übrigens, Piñatas. Piñata. Baum. Ah ja. Bunte Lichter. Ne, bunte Drachen. Stimmt ja. So, upsala. Da versammeln sich 1000 Leute, also gehe ich davon aus, dass es hier wichtig ist. Hi. Zutritt zum Bühnenbereich ist gegenwärtig nicht möglich. Ich bin hier das Gesetz. Ich bin wegen des... Das Gesetz ist ziemlich auf sich allein gestellt. Ah ja. Ich bin aber wegen der Bildniszeremonie gekommen. Ups. Wo bin ich? Halt! Na super, wo bin ich jetzt gelandet? Total unvorbereitet. Wo bin ich hier? Was muss ich hier tun? Hallo? Kann mir jemand Wasser? Kapitäne, Besatzungen und ihr Besucher, willkommen zum ersten jährlichen Drachengepolter. Unterhaltet ihr euch auch alle gut? Gleich entzünden wir die Abbilder und machen das Drachengepolter zum Dracheninferno. Doch lasst mich erst die anderen Mitglieder des Schiffsrats vorstellen, die heute hier sind. Ein herzliches Hallo an Ann Reed, unseren hübschesten Captain. Und wenn ich sage hübsch, dann meine ich hübsch. Und nun welch Nervenkitzel, der Kapitän der Ritzel. Tok, einer der imposantesten Asura, der je die Weltmeere besegelte. Mein lieber Magnus, kein Gewitzel über meine brave Ritzel. Haha, wie auch immer. Und nun begrüße ich Kapitän Theo Ashford von den Askalonischen Ashfords, dem erfolgreichsten Clan von Halsabschneidern aller Zeiten. Ah, zu gütig, Magnus. Ich werde mich besonders anstrengen, dem Ruf gerecht zu werden. Das solltet ihr auch, alter Seebär. Außerdem heißt der Schiffsrat die Kulturbotschafter willkommen, die heute hier anwesend sind. Sie alle fragen sich im Stillen, ob wir sie hier hochgebeten haben, um sie zu opfern. Ja. Nein, natürlich nicht. Einen herzlichen Applaus für unsere Besucher. Nein, ich will sie opfern sehen, ich will sie opfern sehen, ich will sie opfern sehen. Sie bringen Andenken an ihre Kameraden, die von Drachen getötet wurden. Alle Mann an Deck! Werft eure Andenken auf den Scheiterhaufen. Erhellt den Horizont mit dem grässlichen Drachen. Lasst ihn brennen! Okay, also am Anfang die Videosequenz, da hat es geruckelt. So ist's recht. Werft eure Andenken nur auf das Abbild. Meine Freunde, gedenken wir jetzt all derer, die uns genommen wurden. Gut gemacht, Freunde. Gut gemacht. Und jetzt anzünden! Anzünden!
anzünden! Große Geister! Bleibt ruhig, Leute! Die Löwengarde ist da! Ihr da, geht zu den Ratsmitgliedern und beschützt sie! Ihr geht auf die Bühne und schirmt die Ratsmitglieder ab! Ihr da, holt diesen Doljak und bringt ihn nach vorn! Es gibt Verletzte und wir müssen die Ratsmitglieder wegbringen! Löwengardistin, was kann ich tun? Ich verstehe nicht etwas aufs Heilen. Seht, ob ihr dem Kulturbotschafter der Char helfen könnt. Er ist verletzt und rührt sich nicht. Ich werde tun, was ich kann. Bleibt wachsam, Leute. Vielleicht war das nur der Anfang. Oh nein. Manche sind ernsthaft verletzt. Wo bleibt der Dolja? Ihr und... Ach, was soll's. Ihr alle. Geht mit dem Dolja. Bringt mir das verwundete Ratsmitglied ins Vor. Ja, also was denn jetzt? Sollen wir mit den Dolja gehen, oder? Hi! Excelsior! Selber Excelsior! Okay, hi Dolja! So, so wie es aussieht, müssen wir den hier beschützen. Gehe ich davon aus. Alarmstufe Rot. Sortiert die Verwundung nach Fort Maria. Aua. Ich bin hier total gerade ein bisschen überfordert. Aber zum Glück merkt das keiner. Zum Glück merkt das keiner. Ja, also. So. Komm, Wunder Eilung. Was ist denn hier los? Ich wollte das doch gar nicht. Zumindest nicht so. Na, jetzt beschützen wir aber die Dolja. Die Verletzte müssen natürlich beschützt werden. Na, super. Und während wir das hier machen, versuche ich hier ein bisschen... Oh oh. Voll ins Leere. Super. Oh, jetzt hier. So. Sterbt ihr. Warum greifen die uns an? Das verstehe ich nicht. Bam. Die haben nur darauf gewartet, dass sich alle da irgendwie feiern lassen, um dann anzugreifen. Jetzt hier am brennt, Leute, brennt. So. Das hättest du gern, oder? Beeilt euch, Leute. Ach du Shit. Ah ja, wir wurden also zu Level 80 hochkatapultiert. So. Nein, lass mich in Ruhe. Nicht so. So. Aua. Nein, visier mich nicht an. So. Was soll das? Du sollst denn da eine reinhauen? Ja, genau, so ist das. Das sind wahrscheinlich alles Computergegner, oder? Computergegner will ich sagen. Die, wo jetzt hier mit mir laufen, das sind wahrscheinlich alles so... Oh, 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 oh. Oh nein. Nein, 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 nein. So, die sollen sterben, damit wir uns später um den Veteran kümmern können. So. Und jetzt hier. Bam. Wie viel denn noch? Verdammter Shit aber auch.
So. Jetzt hier. Nein, 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 nein. Lässt du mich in Ruhe? Lässt du mich in Ruhe? So. Bam. Heilen. Ja, und der Veteran ist natürlich. So, jetzt hier mein schönes Gefährt mitbringen. Mein Elementar. Was zum Teufel? Was zum Teufel kostet mich Leben? So. Ach so, ihr, stopp. Eieieiei. Stirbt doch. Wow. Wow. Durchsuchen, durchsuchen. Na super. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr nehmen. Verdammte Shitabau. So. Ich hatte damit nicht gerechnet. Verdammt. So. Man rechnet doch nicht, dass hier gleich losgeht. Ich glaube, hier der eine haben wir noch vergessen, oder? Ja. Los, 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 los. Wo muss der eigentlich hin, der Onyak? So. Aua. Aua. Wer macht denn sowas? Jetzt hier müssen wir ein bisschen. So. Oh oh. Oh oh. Aua. Von wegen, nichts da. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Na, zumindest kann ich mich heilen. Ach, das war wieder der Veteran. Na, hoffentlich kann ich mich heilen bis dorthin. So. Zustandsschaden. Bam. So, komm jetzt hier. Aua. Tut da jemand noch? Au. Nein, verdammt. Meine Kraft verlässt mich. Ja. Super. Das wird wärmer. Na super. Ja, ich war jetzt total überrascht und überfordert, muss ich zugeben. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte hier weiter. Die kämpfen da ja noch. Mein Inventar ist voll. Mann ey. Gibt's nichts einzulagern. So, sind die noch da? Oh, 20 Grad, 14 Präzision. Ausrüsten. Hä? Wieso kann ich nicht... Verstehe ich jetzt nicht. Wieso kann ich nicht ausrüsten? Na super, die sind alle tot. Steht auf, Leute! Steht auf! Wir machen doch hier weiter. Hm?
Wiederbeleben, komm. Wiederbeleben. Ich fühle mich stark. Na, kommst du schon? Und noch einmal wiederbeleben. Wir können vielleicht nicht alle auf einmal, aber... Ach ja, schon wieder der. So. So, jetzt hier. Wir versuchen hier alles reinzuwerfen, was wir haben, was wir können. So viel Schaden wie möglich. Wenn es geht. Das geht nicht. Das geht nicht. Der hat... Oh. Geh weg! So, jetzt hier. Der ist aber hartnäckig, ja? So. Schaffen wir es diesmal? Ich hoffe es, ich hoffe es. Na, stirb, 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 stirb. Aua. So. Wow. Wow. Jetzt müssen wir alle wiederbeleben wieder. So. Kommt, 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 kommt. Du könntest mir helfen bei Wiederbeleben. Was machst du da vorne allein? Da siehst du, der kleine Weißes. Wo müssen die hin? Steht kurz vor dem Durchbruch. Ja, ja, wo müssen die hin? Okay. Jetzt hier. So und. Vielleicht sollten wir ein bisschen hier. Oh oh. Nein. Was bist du für einer? Okay, das ist nur ein ganz gewöhnlicher Typi. Komm her. Und stirb. Und tschüss. Jetzt können wir die ganz allein. Und stirb. Schön wär's. Das war kein Unfall. Ich werde eine offizielle Ermittlung über die Sache einleiten. Danke für eure Hilfe. Man kann wohl sagen, ihr habt heute einige Leben gerettet. Genießt den Rest des Drachengepolters. Hier ist nichts mehr zu tun. Ich kümmere mich um die Verletzten. Oh. Was haben wir denn? Annehmen? Oh Mann, ey. Hey, 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 hey. Ich glaube, ich mach der hier weg. Ja. Und das mache ich auch weg. Ja. So. Und jetzt habe ich alles bekommen. Sorry. Beutel mit Münzen. Doppelklicken, um zu öffnen. Ein Gold. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich. Wow. War's das? Das war's. Okay, das war's. Dann gehen wir zurück. Ja, und machen wir Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Also, danke fürs Zuschauen. Ja, und während der Ladebildschirm verabschiede ich mich. Also, ciao, ciao.